ganz ausgeglichener Mann. Er war etwa eine Woche hier, dann verschwand er wieder. Ich bin hier so eine Art Hausmeister, aber meine wirkliche Leidenschaft, meine Berufung gilt der Akupunktur. Jared hat sie auch erlernt. Sie haben ihn mit Nadeln traktiert? Ich habe ihm auch beigebracht, es selbst zu machen. Und aus welchem Grund? Stressabbau. Ich beherrsche es sehr gut, Spannungen des Körpers abzubauen. Witzig. Ich kann sie gut verursachen. Jared wollte die Nadeln entlang des Plexus brachialis setzen. Plexus brachialis. Das Nervenzentrum für die oberen Extremitäten. Sie sollten so lange in seinem Arm bleiben, bis er ihn nicht mehr bewegen konnte. Und dann lief er tagelang so rum. Sie haben wahrscheinlich die 60er miterlebt, aber kennt Ihre Begleiterin auch den Begriff freie Liebe? Wann ist er hier verschwunden? Vor 2 Tagen. Na schön, dann ist unsere Arbeit hier beendet, Gott sei Dank. Oh, dann wird Ihnen das hier entgehen? Er sagte, Sie wüssten, was gemeint ist. Das Gebäude ist nicht weit von hier. Die Polizei! Warum? Wo bleibt sie? Das verhindert, dass er springt. Wo zum Teufel ist mein Kameramann? Ist ein weiter Weg bis nach unten. Kommen Sie mir nicht zu nah. Okay. Lassen Sie mich in Frieden. Ich will doch nur mit Ihnen reden. Was machen Sie denn da oben zum Teufel? Sie sollen Aufnahmen von dem Burschen Alles machen. Okay. Mein Name ist Jared. Wie heißen Sie? Dave. Mein Name ist Dave. Nette Familie. Ich vermute, das sind Ihre Frau und Ihre Kinder. Sie sind verschwunden. Man hat sie vor die Tür gesetzt und jetzt kann ich sie nicht mehr finden. Dave, ich bin sicher, es geht Ihnen gut. Sie werden irgendwo da draußen sein und machen sich Sorgen um sie. Um mich macht sich dort niemand Sorgen. Wenn das so wäre, würde ich dann hier auf dem Dach stehen? Ich bin sicher, dass Sie sie suchen. Warum sollten Sie? Ich trinke zu viel, kriege keinen festen Job. Ich habe sie für immer verloren. Ich kann Ihnen helfen, sie zu finden. Sprechen Sie hier in die Kammer. Sagen Sie ihnen, wie sehr Sie sie lieben, wie sehr Sie sie vermissen, wie sehr Sie sie brauchen. Aber zuerst müssen Sie vom Dachrand weggehen. Reichen Sie mir die Hand. Es gibt unter uns Menschen sogenannte Pretender, die sich dank ihrer genialen Fähigkeiten in jeden anderen Menschen verwandeln können. 1963 isolierte eine als The Center bekannte Gesellschaft einen jungen Pretender namens Jared von der Außenwelt und benutzte sein Genie für ihre Forschungen. Dann lief ihr Pretender eines Tages davon. Wäre noch besser geworden, wenn der Lebensmüde da oben ohne Tänzerin gewesen wäre. Armer Kerl. Annie schneidet ein paar Sequenzen für das Promo-Team fertig. Das läuft heute Abend. Wir brauchen Aufnahmen von der Frau und den Kindern des Losers. Vielleicht sind die ja in einem Obdachlosenheim. Findest du nicht, dass die Familie ein Recht auf ihre Privatsphäre hat? Privatsphäre? Wenn sie sich in den Nachrichten sieht und etwas Partygeld bekommt, wird sie bei der Chance springen, Annie. Das meinst du nicht wörtlich, ja? Zu blöd, dass sie so einen festen Griff haben. Und warum? Ein heroischer Versuch ist so gut wie eine Rettung. Mit Sprung wäre die Story ein echter Knüller geworden. So spricht ein Moderator, der seinen Platz zurückhaben will. Wissen Sie, Jared, wenn mein Instinkt so gut ist, wie ich glaube, dann wird Ihr Gesicht bald in jedem Wohnzimmer Amerikas zu sehen sein. Ehrlich gesagt, ich glaube, es würde noch besser laufen, wenn Phil die Ehre der Rettung zuteil wird. Was? Nun, ich meine, er ist das Talent. Er ist der Held. Ihn wollen alle jeden Tag sehen, nicht mich. Das einzige Problem dabei ist, dass unser Held auf dem Parkplatz stand, sich mit der unterhalb der Action. Ja, ich weiß, aber mein Gesicht war nicht zu sehen. Und wenn Sie einen Schnitt machen, nachdem ich seine Hand gepackt habe. Sie benutzen die Aufnahmen, bevor ich aufs Dach gestiegen bin und legen Fitz' Stimme drüber. Und dann türken wir das Ganze mit ein paar Bildern, wie Phil mit dem Lebensmüden das Gebäude verlässt. Also mit der Einstellung werden wir die Quoten erreichen, die wir brauchen. Tut es. Aber Chris, das ist... Unmoralisch? Ja. Du hast es gehört. Mach Phil zu einem Helden. Ich dachte immer, nur Gott könnte die Geschichte umschreiben, Chris. Gott hat keine Quoten gebraucht. Wundervolles Viertel. Gefährlich.
Kein Wunder, dass Jared das rote Buch beim Akupunktur gelassen hat. Er wollte nicht, dass wir hierher kommen. Ach, hören Sie auf, Sidney, wir sind hier. Mal sehen, ob der Rattenjunge irgendwas vergessen hat. Das ist sinnlos. Jared ist längst über alle Berge. Haben Sie Angst vor der Dunkelheit, Sidney? Nur wenn ich nicht weiß, was sich darin verbirgt. Verdammt. Miss Parker, vielleicht sollten wir jemand herholen, der das hier mal unter die Lupe nimmt. Vergessen Sie es, Sid. Ich würde ein Dutzend Ferragamos für einen Jared eintauschen, jederzeit. Ich werde jetzt bis drei zählen und dann werde ich schießen, egal wer Sie sind. Eins, zwei, drei. Was wollen Sie? Was haben Sie? Ich habe eine 9mm auf Ihren Kopf gerichtet und Sie scheinen nur ein Messer zu haben. Ein verrostetes Messer. Heute scheinen Sie kein Glückspilz zu sein. Fühlst du dich heute als Glückspilz? Schnapp dir die Brieftasche und den Schmuck und dann verschwinden wir. Schreiben Sie etwa auch noch Phils Berichte? Ich versuche nur einem alten Freund eine Nachricht zu schicken. Sie finden also, es war falsch zuzulassen, dass Phil die Ehre für die Rettung des Springers zuteil wird. Ich werde für den Schnitt bezahlt, wie der plötzlich zu Ehren gekommene Phil mir zu verstehen gibt. Nicht fürs Denken. Und ich hörte, Sie gewinnen damit auch Preise. Ach, wissen Sie, Preise zählen nicht viel in dem Geschäft. Pulitzer dreht sich im Grabe um und Nielsen schmeißt noch Erde drauf. Phil hat gesagt, ich soll mir ein paar alte Bänder ansehen, um zu lernen, wie er aufgenommen werden will. Können Sie mir zeigen, wo die Bänder stehen? Ja. Zweites Wort. Großartig, danke. Die Ken Watanabe-Schießerei. Hab davon gehört. Und die halbe Welt ebenfalls. Ja, und unser Chrissy ist sauer gewesen, weil er die andere Hälfte nicht auch am Haken hat. Es ist doch Chris' Job, zu wissen, was die Leute wollen. Und wir alle sorgen dafür, dass sie es kriegen. Was nicht immer bedeutet, dass wir hier was rauswerfen, was journalistischer Integrität ähnelt. Kommt, Blut ist es gut. Das ist die neue Welle bei den Nachrichten. Annie, ob sie gefällt oder nicht. Entweder wir schwimmen mit oder wir gehen unter. Hm? Es ist wirklich nur Theater. Hallo, Sue. Phil lobpreist Cronkite in geheimen nächtlichen Ritualen. Mhm. Wer ist Cronkite? Sie sind für den Laden genau der Richtige. Heute Abend exklusiv auf Seattle Channel 43 eine weitere Folge der Serie über hiesige Banden. In diesen schockierenden Aufnahmen hat unser eigener Kameramann Watanabe auf Video festgehalten, wie eine Gang sich in der North Puget Dock-Gegend versammelt. Aber was dann passierte, war für uns beide überraschend. Plötzlich drangen die Bleeders aus der 15. Straße ins Revier der Burrs ein und es kam zu einem explosiven Konflikt, bei dem unser Kameramann angeschossen wurde. Oh Gott, die haben mich angeschossen! Oh Gott! Oh Gott, Phil, ich bin getroffen worden, Phil! Mein Arm, ich kann ihn nicht mehr bewegen! Bring mich hier weg, Phil! Bring mich weg hier! Komm schon, steh auf, mein Junge! Schnell weg hier! Und heute, da bete ich für Ken Watanabe, den mutigen Kameramann. Gott sei mit dir, Ken. Phil Campbell, Channel 43, 10 Uhr Nachrichten. So oft an dich, dass mir mein Kopf wehtut.
Ich muss dich treffen, dich irgendwann sehen. Samson? Ich mein Brutes. Mr. Parker. Mr. Parker, Sir. Was kann ich für Sie tun, Sir? Nein, Sir. Ich habe Ihre Tochter seit gestern nicht mehr gesehen. Sydney auch. Ich meine auch nicht. Ja, Sir. Ich nehme das sofort in die Hand, Sir. Oh ja, es war ein Freund mit... Hallo? Hallo? Jared! Dave, Sie sehen gut aus. Einen Schritt nach dem anderen, sagten Sie mir. Ich bin hier, um mich zu bedanken. Aber so wie man es gesendet hat, weiß ich nicht, ob ich Ihnen oder dem Reporter Phil danken soll. Nun, es passieren seltsame Dinge im Fernsehen. Schön, dass es Ihnen gut geht. Also, ich weiß nicht, was mich geritten hat. Haben Sie Ihre Frau und Ihre Kinder gefunden? Ja, aber sie kommen erst zurück, wenn ich eine Arbeit gefunden habe, also... Ich halte meine Augen offen. Ja. Was gibt's da Interessantes? Sehen Sie die Kabel da, Jared? Wenn Sie jetzt gleich die Kabel so an die Satellitenschüssel anschließen, dann werden Sie einen kräftigen Kurzschluss verursachen. Sind Sie Elektriker? Nein. Antennenbauer. Also von Gebäuden runterspringen ist noch nicht gerade mein Fall, aber ich erkenne ein Kabelproblem, wenn ich es sehe. Nochmal, vielen Dank. Wirklich. Viel Glück. Danke. Phil, die Berichte sind sehr gut. Nun ja, das macht die lange Erfahrung. Besonders beeindruckt hat mich der Ken Watanabe-Ausschnitt. Liegt vielleicht noch irgendwo das ungeschnittene Material rum, Phil? Ich würde gern sehen, wie es zusammengeschnitten wurde. Oh, die meisten dieser Tapes werden gelöscht. Auch wenn die Bilder so klasse sind? Nun ja, der Sender kriegt nur das, was er auch bezahlt, Jared. Ja, richtig. Darf ich mal stören? Also, ich habe hier die Einschaltquoten von gestern Abend und das ist... Wie recht du hattest, Dave. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als ausgeraubt zu werden. Doch, von Ihnen angeschossen zu werden. Ich habe Sie nicht angeschossen, Sid. Es war ein Unfall. Ich habe Waffen nie gemocht. Ich hoffe, Sie werden jetzt auch aufhören, eine zu tragen. Sie bluten schon wieder. Ich brauche irgendwas anderes, um die Wunde abzubinden. Wie wäre es mit dem Halstuch? Das ist etwas Einzigartiges, Sidney. Nun ja, das wird mein zweites Bein auch sein, Miss Parker. Wenn wir die Blutung nicht stillen können. Tut mir leid. Danke. Sie haben einen leichten Schock. Wir müssen Sie zudecken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Sidney. Sehen Sie nicht her? Ich fürchte, dass man demnächst die Bude hier in die Luft jagen wird. Bitte sagen Sie mir, dass Sie jemandem erzählt haben, wo wir sind. Es gibt ja etwas, was ich nicht begreife. Und was? Wo sind die Kleinen? Wie bitte? Naja, ich sehe bei den Tauben immer nur die Großen, wissen sie, mit gebrochenen Flügeln oder nur einem Bein, aber die Jungen sieht man nie. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Hey, ich kenne sie. Sie sind der Kameramann, der in den Nachrichten war. Ich bin Jared Crane. Ken. Die Aufnahmen, die sie gemacht haben, waren unglaublich. Danke. Ich hatte aber nie vor, in die Schlagzeilen zu kommen. Wann nehmen Sie Ihre Arbeit wieder auf im Sender? Um was zu tun? Die Werbung einzustarten? Ich bin Kameramann. Die Tage in vorderster Linie sind vorbei. Das ist schon komisch. Man plant sein Leben und geht eine Straße rauf und wenn man endlich oben ankommt, dann wird die Brücke unter einem einfach weggerissen. Man weiß nie, wie es kommt.
Das Leben hält oft seltsame Überraschungen parat. Hey, schauen Sie sich das an. Nicht zu fassen. Wie ich schon sagte, das Leben ist voller Überraschungen. Ken Watanabe und Phil Campbell, 18. Februar, Band Nummer 1. Okay. Keine große Kunst, Kenny. Wir werden da einfach reingehen und werden uns von den Burrs ihre Version über den Revierkrieg anhören. Hey, die okay? Burschen reden mit ihren Kanonen, Phil. Ich bin froh, wenn ich da wieder heil rauskomme. Mann, keine Bange, Ken. Es wird schon schief gehen. Auf geht's. Glaubst du wirklich, dass die Typen auftauchen? Ja, darauf kannst du dich verlassen. Okay, darüber, Ken. Wir müssen darüber. Mann, du weißt ja aber gut Bescheid, hä? Hey, Simek! Bekomm mal Papiere! Sichere Westen jetzt zur Standardausrüstung von Reporter? Ich würde jetzt alles für eine Zigarette geben. Wie konnte mir das hier nur passieren? Bereuen Sie, dass Sie es übernommen haben, Jared zu finden? Ich bereue viele Dinge. Zum Beispiel? Ich bereue, dass ich keinen Abschlussball hatte. Ich bereue, dass ich meinen ersten Freund ausgelacht habe, als er sagte, dass er mich mögen würde. Und in diesem Augenblick bereue ich, dass ich kein Nikotinpflaster habe, das so groß wie eine Türmatte ist. Oh nein! Ihr Magengeschwür und keine Medikamente. Ladies and Gentlemen, der fabelhafte Sherlock Holmes. Oh. Lassen Sie mal sehen, Sidney. Bedauern wird oft aus Mangel an Wahlmöglichkeiten geboren. Im Gegensatz zu Ihnen denke ich nicht, dass ich vollkommen die Kontrolle verloren habe. Aber es ist so, wenn es um Ihren Vater geht. Bitte missverstehen Sie das nicht. Wieso sagen Sie es nicht ganz offen? Ich habe gekuscht. Ja, und kapitulierte. Das habe ich in seiner Gegenwart immer gemacht. Sie können doch immer noch zu Ihrem Vater gehen und ihm sagen, Dad, ich werde abhauen. Fantastisch. Genau das ist es. Zwei Kinder, ein kleines gelbes Haus, sinnloses Gequatsche mit Freundinnen in der Eisdiele. Sie haben Ihre Zukunft noch vor sich, Miss Parker. Eine rosige Zukunft, hier zu sitzen und zu warten, bis wir in die Luft fliegen. Ja.
Ich liege hier krank rum und versuche, Sie zu trösten. Sie mich trösten? Sydney, Sie konnten mich nie mit irgendwas trösten. Einmal konnte ich's. Sie sind ein verdammt guter Werfer, Jared. Ja, man muss nur die Aerodynamik des Wurfpfeils verstehen. Die Wahrheit ist, ich schließe ein Auge und lass ihn fliegen. Oh. Das war's. Gutes Spiel. Ich verliere nicht gern. Ich hätte Sie warnen sollen. Guter Mann. Die nächste Runde geht auf mich. Phil ist ja wirklich in Stimmung heute Abend. Sie müssen stolz auf Annie und Phil sein, dass Sie für den Watanabe-Streifen einen Preis bekommen sollen. Ja, selbst Trottel wie Phil können Glück haben. Eine alte philosophische Weisheit. Preise können ein Ansporn sein. Und Sie machen News-Teams auch faul. Um gute Meldungen zu bringen, muss man hungrig sein. Wollt ihr den ganzen Abend Wasser trinken oder wollt ihr endlich mitfeiern? Und du? Lächle mal, Annie. Ist deswegen Ken? Er sollte hier sein. Hat jemand vergessen, ihn einzuladen? Er muss sehr stolz sein, sich fürs Team geopfert zu haben. KTG hat eine verdammt gute Krankenversorgung. Watanabe geht's gut. Ken wird super gehen, hören Sie. Jeder in dem Geschäft weiß, wenn man den Hals riskiert, ist das ein Berufsrisiko. Ken war zu unvorsichtig, er war übereifrig und dafür musste er büßen. Hätte ich gewusst, wie gefährlich es werden würde, hätte ich ihn da nie rausgehen lassen. Da bin ich mir sicher. Hören Sie auf, sich selber zu foltern. Ich weiß, dass es kein Selbstmord war. Wurde sie ermordet, weil sie ein paar Kinder gerettet hat? Weiß nicht. Ist es mein Vater gewesen? Miss Parker, ich weiß über das Leben Ihrer Mutter Bescheid, aber nicht über Ihren Tod. Sie war eine besondere Frau. Eine der treibenden Kräfte im Center, als wir dann noch voll beschäftigt waren mit altruistischen Projekten. Ich kann nicht glauben, dass das Center sich je mit positiven Dingen beschäftigt hat. Wir haben 4 Ländern geholfen, Demokratien zu werden während des Kalten Krieges. Wir haben beim koreanischen Friedensabkommen die beiden Seiten zusammengebracht und man munkelt, dass wir die Konstrukteure für das Papamobil sind. Das Center hat damals Tausende von Leben gerettet. Leben, die später zurückgefordert wurden. Sie gingen dann andere Wege. Warum sind Sie nicht gegangen, als sich die Dinge änderten? Es gab andere, um deren Wohlergehen ich mehr besorgt war als um meins. Jared. Er unterscheidet sich nicht sehr von uns. Wir hätten alle andere Wege eingeschlagen, wenn wir es gekonnt hätten. Entschuldigung, entschuldigt bitte. Ich glaube, das war ein Schrittfehler. Du musst verrückt, saublöd oder beides sein. Nein, nein. Nachdem du dein Standbein bewegt hast, hast du mehr als nur die 2 erlaubten Schritte gemacht. So steht es offiziell in den Regeln. Bitte? Danke, aber sie ist schon geschnitten, mein Freund. Bedient euch bitte. Was ist los? Bist du lebensmüde? Nicht, dass ich wüsste. Hat dir deine Mutter nicht gesagt, dass Weiße nicht in Vierteln von Schwarzen rumspazieren sollen? Um ehrlich zu sein, ich kenne meine Mutter nicht. Die Antwort lautet nein. Mein Name ist Jared Crane, ich bin von Channel 43 News. Ich suche einen D-Mac. Willst du ihn ins Fernsehen bringen? Ja, wäre schon möglich. Ich bin D-Mac. Oh, freut mich. Hey, hey, klasse. Oh, gar nicht schlecht. Wow. Hey, der Mann mit der Kamera hätte sie nicht herwagen dürfen. Erzähl mal, was passiert ist. Irgend so ein Typ hat sich auf meinem Handy gemeldet. Muss jemanden bestochen haben, um die Nummer zu bekommen. Klang nach einem Weißen. Er erzählte mir, er will was über den Revierkrieg wissen. Hört er sich cool an, Mann? Der weiße Mann, der anruft. Ist das ungewöhnlich? Du hast wirklich keine Mutter, oder? Tja. Ich kenne meine alte Dame auch nicht. Später erfuhr ich dann, dass die Bedas auch so einen Anruf gekriegt haben. Die tauchten ja auf und boom, boom, schon ging das Feuerwerk los. Und weißt du noch, an welchem Tag der Anruf kam? Nein.
Hey, Dwayne, bring mir mal meinen Terminplaner. Wir sind Burrs, keine Höhlenmenschen. Danke, Mann. Okay, am 18. Februar, so zwischen 8 und 9. Würdest du mir deine Handynummer geben? Jetzt etwas aushalten. Und wenn du mit mir sprechen möchtest, ich bin für dich da. Okay? Danke, Sidney. Wieso tragen alle schwarze Kleidung? Und wieso bist du so traurig? Wir trauern um jemanden, der von uns gegangen ist, Jared. Ist es wegen der Frau, die im Fahrstuhl erschossen wurde? Miss Parkers Mutter, habe ich recht? Sag nie wieder ein Wort darüber! Zu niemandem! Hast du verstanden? Normales Leben leben können. Dann hätte man sie doch umgebracht. Die können doch keinen umbringen, der schon lange tot ist. Erinnern Sie sich, Miss Parker? Filme aus meinem Archiv entwendet. Ausgeliehen wäre treffender. Ich tue das für Ken Watanabe. Ist so hoch für mich. Ken wurde reingelegt. Wovon reden Sie bitte? Was mit Ken passierte, ist passiert, weil Phil höhere Einschaltquoten haben will. Das glaube ich nicht. Glauben Sie's. Wieso hätte Phil wohl sonst, als auf Ken geschossen wurde, diese kugelsichere Weste getragen? Sie denken allen Ernstes, Phil wäre dazu fähig? Ich bin mir ganz sicher. Annie, Sie kennen ihn. Sie haben gesehen, unter welchem Druck er steht. Er wollte wieder ganz nach oben. Ja, aber dafür ein Menschenleben zu riskieren. Er ist zu allem entschlossen, Annie. Er war der König und er ist wieder auf dem Weg nach oben. Um ihm das Handwerk legen zu können, brauche ich Ihre Hilfe. Hallo, Dave. Hier ist Jared. Hätten Sie Lust, für Channel 43 zu arbeiten? Ah. Sie können Ihrer Frau sagen, Sie haben einen Job. Nicht ist gut. Kamera? Hallo, Annie. Ich plane eine Spezialvorführung in Chris' Office. Ich möchte, dass Sie mir einen Gefallen tun. Sorgen Sie dafür, dass der Programmdirektor da ist. Action! Phil! Chris hat gerade von einem Gipfeltreffen zwischen zwei rivalisierenden Gangs Wind bekommen. Er meint, das wäre eine tolle Fortsetzung für den Beitrag von Ken Watanabe. Chris hat Ihnen den Tipp gegeben? Es könnte eine Schießerei geben, sagt sein Informant. Ein kleines Feuerwerk, gibt Quoten. Auf geht's. Phil, testen Sie mal das Mikro.
Test, 1, 2. Wo sollen wir in Stellung gehen? Da drüben. Dann haben wir die Tür im Visier und können in Deckung gehen. Also, Jared, ich habe ein ganz komisches Gefühl. Es ist ziemlich unheimlich hier. Aber ich glaube, es könnte was damit zu tun haben, dass Ken Watanabe direkt vor der Tür angeschossen wurde. Aber den Hals zu riskieren gehört nun mal zum Job, oder nicht? Okay, Jared. Jared? Jared! Wo sind diese Wichser? Seid euch! Wo steckt ihr? Wo seid ihr, dämlichen Säue? Fertig! Euch reißen wir die Ärsche auf! Jared, wo sind sie? Hier oben? Das gefällt mir gar nicht. Ist alles okay, ich hab sie im Bild. Und lächeln, Phil. Es ist Showtime. Annie, wieso ist der Programmchef hier? Ich glaube, du hast ein Meeting mit ihm. Ja. Okay, Mr. Farron, was für eine Überraschung. Freut mich, Sie zu sehen, Mr. Farron. Die Show wird gleich beginnen, Gentlemen. Bitte nehmen Sie Platz. Ich bin neugierig, Rockwell. Muss eine tolle Show sein, die Sie inszeniert haben. Ja, Sir. Die beste. Das sind Sie! Wurde auch langsam Zeit. Hey, du Pfeife, was willst du von uns? Halt deine große Fresse und wart's ab! Was ist das, ein Bandenkrieg? Ist das Phil? Jared, die werden sich gegenseitig umbringen. Das ist Fernsehen. Du stellst um meinem Arsch zu drohen? Du kannst es dir aussuchen. Verhandeln oder sterben. Mach gleich fertig. Das ist ein guter Stoff. Jetzt halt doch mal die Luft. Gehen Sie näher ran, damit wir was hören. Ich habe keine Deckung, Sie Idiot. Primitive Blase, wir wollen... Hau ja ab. Geht das in dein Schwanzenhirn nicht ran? Bleiben Sie hier, Phil. Sie verpassen sonst die Story. Halt doch endlich die Schnauze, du Schwachkopf. Oder vielleicht sind Sie die Story. Wer zum Teufel ist das? Das würde ich auch gerne wissen. Oh nein, was wollt ihr? Jared, helft mir! Jared! Jetzt bist du mein Echo. Schaffen wir rüber, na los! Helfen Sie mir! Toll, ganz stark, spitze. Seht mal, wen wir da haben. Eine weiße Spion-Bazille. Dave, kannst du das regional einspeisen? Aufgepasst, Seattle. Wir drehen den Typen durch den Fleischwolf. Der Kerl wird mich erschießen. Recht hast du. Denken Sie an Ken Watanabe? Was? Jared, kommen Sie hier runter! Was ist, legst du ihn jetzt um, oder was? Wenn du ihn nicht umlegst, dann erledige ich. Nein, bitte nicht. Nein, nein, hör zu, Jungs. Ihr könnt mich nicht erschießen. Er hat eine Kamera auf euch gerichtet. So eine Kamera ist eine wundervolle Sache. Aber in Ken Watanabes Fall war sie der Grund, warum er angeschossen wurde. Ich wusste nicht, dass es zu einer Schießerei kommen würde. Aber sie wussten, dass eine rivalisierende Gang dort aufkreuzen würde, weil sie ihnen den Tipp gegeben haben. Und deswegen trugen sie auch eine kugelsichere Weste. Ich habe ihnen den Tipp gegeben, okay. Sie wussten, dass sie Ken Watanabe in Gefahr bringen. Aber das war ihnen völlig Schnuppe, weil sie nur an der Story interessiert waren. Ja, bitte, helfen Sie mir. Das kann ich nicht, Phil. Es geht um Quoten. Was es auch kostet. Wie sagten Sie noch? Gibt es viel Blut? Ist es gut? Ich hab das eingefädelt, ich hab ihn reingelegt. Sind Sie jetzt zufrieden? Ja! Hast du, was du wolltest, Bruder? Das war ein Volltreffer. Ich habe alles, was ich brauche, hier drin. Reingelegt, Mann! Das hab ich reingelegt! Was Sie hier aufgeschossen? Das war der Quotenknüller, auf den Sie alle gewartet haben. Jared Crane, live für Channel 43 News. Dafür mache ich Sie verantwortlich, Mr. Rockwell. Denken Sie an die Schadensersatzansprüche, die jetzt auf uns zukommen. Sie haben Kents Leben ruiniert. Sparen Sie sich das! Wollen Sie einen echten Knüller hören, Chris? Sie sind gefeuert. Gott.
Miss Parker! Sydney! Oh, ich glaube es nicht. Sydney! Miss Parker! Brute! Hier sind wir! Miss Parker! Wir sind hier unten! Sydney, aufwachen! Der Abriss ist erstmal gestoppt. Okay. Hallo. Wie fühlen Sie sich? Ich dachte, Sie haben vielleicht Hunger. Vergessen Sie das. Raucht hier jemand? Rauchen Sie? Nein. Sie sehen sehr mitgenommen aus. Hallo. Kann ich? Danke. Oh, Mann. Ein Glück, dass ich Sie gefunden habe, sonst wären Sie als Toast geendet. Wenn Sie nun glauben, dass ich mich bei Ihnen bedanke, Brutes, können Sie sich das abschminken. Naja. Und über was haben Sie hier so gesprochen? Über nichts. Eigentlich über gar nichts. War mir ein Vergnügen. Fantastisch. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Sie haben das Gestell für mich gebastelt und mir wieder zu meinem Job beim Sender verholfen. Nur versprechen Sie mir, dass das nie gesendet wird. Versprochen. Aber Sie könnten mir das Video schicken. Das machen Sie doch, oder? Ja, mache ich. Viel Glück. Danke. Und alles Gute. Läuft, Jared. Das könnte ein neuer Weltrekord werden. Na, das wäre doch mal was Neues, oder nicht?